dammig. Ich kann das nicht hin. Hallo. Nee, ich muss irgendwas finden, dass ich das festhalten kann. Kannst du auch hier in deinem Nee, dann hätte ich das wegmachen müssen. Hallo Julia. So geht das, glaube ich. Kannst du das einklicken? Moment. Ich muss euch mal ganz kurz einmal von der Haltung hier entfernen. Ich dachte, ich packe mal ein bisschen was mit euch aus. Moment. Das Ding will nicht raus. Hauptsache, du hältst nicht. Nee, es passt nicht mit. So. Ich muss euch mal kurz in meine Halterung klemmen, weil um die Uhrzeit ist generell immer mein Akku leer. Nicht nur der. Meine ganzen Akkus. Die ganzen Akkus sind leer. Und dann bräuchte ich noch hier so ein Dingsbums, Schatz. Einmal so ein wo der Strom reingeht. Guck mal, so könnt ihr mich sehen, ne? Ja, würde ich sagen schon. Vielleicht könnt ihr mal alles sagen. Ja, ihr seht mich gut. Vielleicht schief. So, ich bin gleich für euch da. Ich muss noch mal ein bisschen organisatorisch hier ein wenig ändern, weil ich sonst immer ja anders live bin. Und heute bin ich so ein bisschen. So. So, nu aber. Hallo! Hat sie schon gesehen? Ich habe ganz kurz. Meine Haare sind alle weg. Ja, aber es ist fresh und es ist gut und es ist okay so. Vielleicht ein Zentimeter zu kurz. Aber sonst ist es alles in Ordnung. So, wir machen uns jetzt noch ein bisschen Licht. Schatzi, was machst du da jetzt alles? Ja, geht nicht. So. Das ist aber hell. Minus. Oh ja, gut. Was ist das? So. Ich werde euch als erstes zeigen, ich habe mir eine, also es geht heute mal wieder um Sensi, juhu, wie immer, und ich habe mir eine Picknickdecke bei Sensi mitbestellt, das ist im Beraterstore, können wir uns manchmal so Sachen mitbestellen, die Sensi Namen drauf haben quasi, und ich dachte, weißt du was, Daniela, du bist Sensi Beraterin, und hier so eine schnöde Decke immer da drauf liegen im Schwimmbad, ist ein bisschen blöd. Und deswegen dachte ich mir, oh mein Gott, aber ich habe, das ist, die sah viel kleiner aus. Also sie ist riesengroß. Da kam eine ganze Familie drauf übrigens. Eine ganze Familie. Also wenn ich mich jetzt hinlege drauf, habe ich da Platz auf alle Fälle für. Super, super cool. Also eine Picknickdecke. Juhu, ich habe eine neue Picknickdecke. Ja, so, aber wir fangen mal an mit Auspacken. Oh, wie cool. Lena, die ist in Beratersdorf für, ich glaube, nicht mal 15 Euro anstelle von 30 Euro reduziert. Also lohnt sich mal nachzugucken. Ich meine, die ist auch noch da. Prösterchen für alle, die diesen Sektchen heute Abend haben oder so, ne? Mein Sohn hat... mein Sohn ist so gerne Barkeeper. Und er hat mir einen kleinen Lillet gemacht. Mit ganz wenig Lillet und ganz viel Dingsbums hier. Whiteberry natürlich. So, wir fangen mal an. Und zwar sind jetzt zwei Partybestellungen da. Und die sind super, super schnell gekommen. Die waren am Wochenende, waren die Partys. Und jetzt sind die schon da. Das ist also mega krass. Habe ich nicht erwartet, ist aber super cool, weil ich das jetzt schon am Wochenende dann alles fertig machen kann. Magst du mir mal das erste Paket hier raufstellen? Mach ich. Das ist Ligi. Sofort. Danke. So. Mädels und Jungs. Reicht das nicht auf? Doch, so geht das, aber das andere gleich nicht. Weil das mache ich. Ich war nämlich gestern bei meiner Chiropraktikerin in Büdelsdorf. Und die war super, super klasse. Hat ein bisschen was eingerenkt, ist gut. Sehr viel eingerenkt. Und dementsprechend wollte ich mich nicht so gerne bücken jetzt gerade. Weil ich dass sie wieder ausrenkt irgendwas.
oder ich das wieder ausrenkt, hat Batterie genug. So, dann habe ich mir wieder eure Wunschlisten für die Partys bestellt. Die können wir uns ja mitbestellen, kosten ein paar Euro. Aber die habt ihr sehr, sehr gerne bei Partys einfach mit drauf, damit ihr euch mal kurz was notieren könnt. Oder. Die packe ich immer mit gerne aus. Genau. Oh, davon habe ich tatsächlich ganz viele gekauft. Ich glaube, weil die nämlich auch reduziert waren. Ich bin so eine kleine Schnäppchenjägerin, ne? Aber gibst du Bolle fressen? So eine kleine Schnäppchenjägerin. Dann habe ich mir wieder Brötchen für euch mitbestellt. Juhu! Und zwar kommen in die, mein Mann freut sich bestimmt jetzt, und zwar kommen in die Partyknödel ja immer eure kleinen Brötchen rein in die Partyknödel bei den Partys. Und die müssen ja auch mal mitbestellt werden, ne? Und die waren jetzt wieder, neigten sich dem Ende. Und da ich Anfang Juli ein paar Partys habe, dachte ich mir, schnell mal mitbestellen, damit er wieder packen kann, knödeln kann. So. Dann haben wir ein paar Mini-Duftventilatoren. Und zwar der erste Mini-Duftventilator ist ein Slate-Mini-Duftventilator, denn ein rosé-goldener. Und ein Marble Black Ventilator. Hallo Sandra, hallo Ela, hallo Lena, den habe ich schon, glaube ich, ne? Und hallo Uli. Schön, dass ihr alle so spät noch da seid. also das sind die Mini-Luftventilatoren. Zu den Mini-Luftventilatoren muss ich eins sagen, weil es mir jetzt selber passiert ist. Die Temperaturen in eurem Auto sind irgendwie gefühlte 100 Grad, wenn es draußen an die 30 Grad warm ist. Das können die Pods nicht ab. Tut euch einen Gefallen, packt die Pods ins gekühlte Handschuhfach oder irgendwo unterm Sitz in eine Dose oder, aber nicht in die Windschutzscheibe oben im Ventilator, einfach bei 100 Grad quasi gefühlten. Das können sie einfach nicht ab. Dann schmelzen die Kügelchen und mit Pech schmelzen die sich nicht nur ineinander zusammen, das wäre das geringste der Probleme, aber das Problem ist tatsächlich, wenn die nämlich durchschmelzen und in den Ventilator rein und ihr dann nämlich einen kaputten Ventilator habt, weil die Dinger geschmolzen sind, weil es zu heiß einfach im Auto wurde. Also, jetzt die Temperaturen, gar kein Problem. Um die 20 Grad, um die kurz nach 20 Grad, aber nicht 30 Grad. Das können, also 30 Grad Außentemperatur, das können die einfach nicht ab. Also da, irgendwo haben die dann auch einen Schmelzpunkt und der ist dann erreicht leider. Genau, deswegen schont euren Ventilator, nehmt die Pots raus, wenn es wirklich ganz knalle heiß ist. Ja, so, Mini-Duftventilatoren wurden für die Autos mitbestellt bei der Party. Genau, da werde ich auch nochmal eine kleine Nachricht zu schreiben. Bitte ab 30 Grad Außentemperatur oder ab 25 Grad Außentemperatur aus dem Auto den Pot rausnehmen. Also natürlich nicht den Mini-Duftventilator, sondern nur den Pot tatsächlich. Genau, hier haben wir noch zwei Unterteile für zwei Lampen und zwar ist einmal die Bluebird mitgekommen, die und die Glitter Rose Gold. Bei der Glitter Rose Gold gab es ja diesen Monat 3 Bars umsonst dazu. Das heißt, es haben super viele Menschen ausgenutzt, einfach, und haben diese kleinen Lampen für 35 Euro inklusive 3 Düften gewählt. Und noch ist das Angebot übrigens geltend, also für ein paar Lampen, da könnt ihr euch 3 Düfte und ein paar Lampen, da könnt ihr euch jeweils auch sogar 5 Düfte umsonst aussuchen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden, weil das Angebot ist einfach super. Einige haben sogar für Weihnachten schon jetzt eingekauft, einfach weil es so super günstig ist, ne? Dann haben wir hier die Seashore, das war aber keine im Angebot. Genau, und die Bluebird war auch keine aus dem Angebot. Ja. Dann haben wir hier eine Why Are You Blushing. Das ist nämlich eine aus dem Angebot gewesen. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Super cool, super hübsch. Und die ist echt schön. Und dazu gibt es nämlich zu der hier, die hat dann einen Wandstecker oder ein Unterteil, gibt es 3 Bars dazu geschenkt. Die dürft ihr euch aus einer großen Liste aussuchen. Und ja, Wahnsinn. Also das ist ein krasses Angebot und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr noch Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke etc., lohnt sich das total, das jetzt zu besorgen. Genau. So, das ist die Why Are You Blushing. Hier habe ich gleich 2, weil das Angebot haben natürlich mehrere bekommen.
Die Wolfbox ist heute angekommen. Vielen Dank nochmal. Ah, super, Ela. Klasse. Ich habe noch an dich gedacht und ich denke noch, oh Gott, hoffentlich kommt der Barheil an. Ist der Barheil angekommen? Ah, oh, ich habe schon so ein bisschen wegen den Temperaturen dachte ich, oh Gott, hoffentlich fließt da nichts. Genau, sonst musst du dich nochmal melden bei mir, ne? Obwohl, du hättest dich wahrscheinlich auch schon gemeldet, wenn irgendwas schiefgegangen wäre. Dann haben wir hier auch noch einmal nochmal eine Glitter Silver, die aus dem Angebot. Also ich sage ja, bei der Party wurden ordentlich Angebote auch bestellt. Dann haben wir hier Trump. Oh, der ist so süß, der ist so süß. Sissi und Sträuch. Genau, dann haben wir Together. Ich weiß was, was ihr nicht wisst und das hat mit Together zu tun. Deswegen, ja, seht zu, wenn ihr Together noch toll findet, dass ihr sie bald bestellt. Ich liebe ja mein Gather-Häuschen, ne? Das ist diese Hauslampe. Die ist ganz, ganz toll. Ja, war alles in Ordnung und die, ach, super. Oh, gut. Das ist schön, Ela. Fällt gerade ein Stein vom Herzen. Oh, bei den Temperaturen weiß man immer nie, ne? Mm. Dann haben wir noch eine Gather. Also, die Kunden haben das ausgenutzt. Auch die Gastgeberin hat sich nämlich eine Gather-Lampe bestellt. Dann gab es hier noch eine Lampe. Momentchen. Flo? Ja? Kannst du mal kommen? Dann gab es hier noch eine Lampe. Und zwar ist das die Crush Diamond, die war tatsächlich mit 5 Düften sogar im Angebot. Heb mal raus, bitte. Kannst du die mal aufbauen? Wen? Die hier. Da hat mir nämlich die Gastgeberin, hier, sondern ein Gast, mir das erlaubt, diese Lampe aufzubauen. Das ist nämlich die. Bestimmt schaust du. Du hast fast mein Lilé zu Bruch gemacht. Soll ich dir noch ein größeres Glas holen? Ich weiß auch nicht, warum der hier das größte Glas genommen hat, das er gefunden hat. Er hätte auch einen Pott nehmen können. Nein, Lilé. Ist wahrscheinlich Lilé. Genau, und zwar wollte ich euch die einmal zeigen, weil die super, super, super selten ist. Das ist die Little Garden Lampe. Flo macht mal weiter mit der Lampe auspacken. Ich komme gleich wieder. Danke. Nein. So, sieh zu. Nein, das ist Bild ohne Ton. Sorry, Leute, ich wurde zu einem medizinischen Notfall gerufen. So. Ich wollte euch und durfte euch, das ist super toll, weil ich selten diesen Warmer habe. Und zwar Lampen, quasi. Lampen, die keine Lampe haben, sondern nur das Wachs erwärmen. Die haben so eine Heizplatte. Pass auf, so eine Heizplatte. Da stellt man, Steinchen, geh wieder zurück, stellt man das Glasplättchen drauf und dann macht man das hier hinten einschalten. Natürlich kommt das Kabel noch dran, dann kommt die Kontrollleuchte, ist dann an, sodass ihr einfach seht, okay, sie leuchtet, sie ist heiß, bitte die Finger wegnehmen.
Und die habe ich leider sehr selten, was total schade ist. Und ich persönlich, ich glaube tatsächlich, es liegt daran, weil ich sie nicht zu Partys mit habe. Weil diese ganzen Steinchen, wenn ich die bei der Party hin und her und rein und raus und wieder rein und raus, oh, das ist mir ein bisschen zu nervig. Außerdem ist sie sau schwer. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich die ganze Zeit immer bei der Party hinher, oh ne, ja. Deswegen habe ich die nicht mit, obwohl sie super, super schön ist. Und deswegen bin ich echt begeistert, dass ich die jetzt einmal zeigen darf. Und zwar könnt ihr die natürlich anders anordnen. Das sind Sukkulenten. Die sehen sehr, sehr, sehr echt aus. Also wirklich verdammt echt. Ich hätte jetzt selber als Laie das gar nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind denn die Steinchen. Ihr könnt natürlich, was ich bei ganz vielen schon gesehen habe, ihr könnt natürlich auch Sand hier rein tun, jetzt zur Sommerzeit ein kleines Bötchen und dann blaue Bars, das sieht auch total süß aus. Oder ihr könnt zu Weihnachtszeiten hier die rausnehmen, ein Tannenbäumchen reinpacken und Moos oder so. Also super, super süß, wie vielseitig man diese Lampe im Prinzip so ein bisschen dekorieren und stylen kann. Und im Badezimmer stelle ich mir die auch super toll vor. Also wenn ihr die ins Badezimmer packt, wie toll sieht das aus? Ganz, ganz edel, ganz hübsch. Die ist so ein bisschen anthrazitfarbend. Ist das so ein bisschen, oh, wie nennt sich das? Ja, steinmäßig? So Gips? Nee, wie heißt denn das? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Hä? Was? Nee, nicht Granit. Dieses Gips wollte ich gerade sagen. Oh, nee, ihr wisst, was ich meine. Porzellan. Nein, das ist kein Porzellanschatz. Du hattest es doch in der Hand. Wie heißt denn das hier? Das immer gegossen wird. Beton! Betonoptik. Das ist die Betonoptik. Oh Mann, ey, Wortfindungsstörung. Und die Sukkulenten sehen natürlich echt süß aus. Ne? Das ist mega modern, toll im Badezimmer, einfach danke, Petra. Beton, genau. Total die Betonoptik. Also es hat jetzt einen leichten Grünstich vielleicht bei euch, ist aber nicht grün. Ist tatsächlich richtig Beton. Genau. Und da seht ihr schon, die Sukkulenten sehen tatsächlich sehr echt aus. Die ist groß, die Lampe. Also die sieht in meinen Händen nur so, ja, die sieht klein aus, aber die ist echt verdammt groß. Ja. Also, das kommt, weil ich so kleine Hände habe, sagt er. Hier meine Flasche im Vergleich. Und die Flaschen, die sind auch recht groß. Also die ist so breit wie, oder lang wie eine Flasche. Genau. So, auf jeden Fall, die muss ich gleich wieder vorsichtig einpacken, weil das ist ja nicht meine, sondern von Inga. Von Inga die Lampe und die hat sie mir zur Verfügung gestellt zum Auspacken. Bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Oh, hier ist noch ein Steinchen. Das kann ich auch noch einpacken. Weil die Lampe, wie gesagt, leider ein bisschen selten verkauft wird und die eigentlich total toll ist. Deswegen dachte ich, zeige ich euch die mal und habe Inga extra gefragt. Du auch hier, Nina? Sehr schön. Gut, wenn ihr euch kennt. Sehr cool. Also tauscht euch ruhig aus, ne? Das ist für mich kein Problem. So, dann haben wir zweimal Schimmer hier. Körperspray. Super, super geil. Hammertoll. Im Kühlschrank. Schwesterherz. Im Kühlschrank. Genau. Und auch das Make-A-Splash im Kühlschrank kann man super gut und dann einfach sich ein bisschen aufsprühen. Erstens riecht es unbeschreiblich toll und zweitens erfrischt es richtig, richtig toll. Da ist Aloe Vera, meine ich, drin und das macht halt, das ist so ein bisschen leicht pflegend und erfrischt einfach extrem. Das ist so ein bisschen so ein Zwischending aus Deo und Parfum, sage ich immer. Also echt, echt toll. Ja, genau. Also, Körperspray wurde mitbestellt. Dann sind hier zwei Zenpacks. Wieso sind da zwei? Achso, das eine wurde noch zusätzlich mitbestellt. Ha. Moin Domi und ich sind Kivo. Hallo Sarah, hallo Domi. genau, einmal zwei Sandpacks. Gibt es das Körperspray auch mit männlichem Duft? Also ich sag mal so. Na, jetzt habe ich mein Handy natürlich. Ich glaube, dieses Sandalwood ist sehr männlich und das gibt es tatsächlich, meine ich, noch. Nicht mehr lange, aber das gibt es noch. Das wäre eine Möglichkeit. Stehen. Könnte halt nicht mehr Sensi hier haben. Ja, das glaube ich, das aber. Oh Gott, nimm den Sensi-Code, das nächste Mal mit. Lass immer was da. und das, Petra, das Make a Splash.
Wenn du das mal gerochen hast, das ist auch so sehr frisch, Richtung männlich. Also Richtung männlich, genau. Das kann man auch tatsächlich gut so nehmen, wenn du so einen also so einen leicht männlichen Touch hast. Oder dieses Sandalwood. Genau. Davon gibt es, meine ich, auch ein Paket. So, dann schauen wir mal weiter, was hier noch drin ist. Aber ich habe noch ein Paket. Also wenn ihr Langeweile habt, ihr seid heute Abend bildrichtig, wollte ich gerade sagen, bildrichtig. Der Lili setzt schon ein. Ihr seid heute Abend hier richtig, auf jeden Fall. Goldrichtig, goldrichtig. Meine Souffleuse sitzt da hinten. Eigentlich ist es immer andersrum, mein Schatz. Und souffliert? Soufflöst? Wie heißt das? Soufflöst mir was ein? Oder souffliert mir was ein? Auch nicht schlecht. Trinken mit der Brust. Das Haus kann man auch mal ganz sehen. Das Haus möchtest du mal ganz sehen? Ja. Schatzi, Marusi, magst du mir mal von hinten aus dem Karton das Haus rausholen, das Gather House? Das Gather House würde ich tatsächlich dann ziemlich bald bestellen. Nee, das ist tatsächlich im Flur, Schatz, in den Kisten. Ja, sag ich ja. Ja, zeig ich dir. Dann haben wir hier. Wisst ihr was? Das ist ein bisschen blöd. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Jetzt seht ihr noch ein bisschen besser. So. Dann haben wir hier Pink Cotton. Zweimal. Der war nämlich bei diesen Fünferbars damit bei. Also jetzt kommen tatsächlich viele. Soll gleich noch zur Arbeit. Würde gerne noch weiter zuschauen. Oh, das glaube ich dir, Petra. Du bist auch immer gut dabei. Du hilfst mir nämlich immer sehr, wenn ich Wortfindungsstörungen habe. Genau, viel Spaß. Genau. Vanilla Waves ist tatsächlich auch. Meine Haut sah besser aus mit dem Licht, ne? Vanilla Waves war auch bei diesen Fünfer Bars dabei. Oder Dreier Bars. Total cool. Vanilla Waves ist so richtig Richtung. Ach ja. Oh, Vanilla Waves ist einfach Vanille. Vanille, Vanille, Vanille. Und wenn ich. Danke, Schatz. Und wenn ich tatsächlich mal sage, Mensch, ich brauche so einen Touch Vanille nochmal dazu, weil mir das zu fruchtig ist, zum Beispiel. Oder zum Beispiel bei Black Raspberry Vanilla. Da könnte ich noch so einen Touch Vanille mehr haben, wenn ich einfach ein bisschen auf dem Vanille-Trip bin. Und dementsprechend packe ich mir einfach ein Würfelchen mit rein. Dann mische ich einfach gleich von Anfang an. Genau, das kann man gut mit Vanilla Waves machen, weil das wirklich Vanille, Vanille, Vanille ist. So, Black Raspberry Vanilla wurde ganz viel bestellt. Hier noch mehr. Also ich mache wieder Stapel und dann gucken wir mal, was am beliebtesten von allen war. Das interessiert euch nämlich sehr, weil danach guckt ihr nämlich auch drin. Lemon Verbena, Vanilla Blackberry und Cozy Cashmere. Das ist, glaube ich, für einen Kunden. Das packe ich schon mal so zurück. Genau. So. Watermelon Tangerine und Pink Cotton. Jetzt zeige ich dir einmal das Häuschen. Das. Genau. Das ist ja jetzt doof. Warte mal. Kurz abrufen. Das ist das Gather-Häuschen. Ist natürlich jetzt auf dem Korb. Das ist mein Gather-Häuschen. Ist es nicht wunderschön? Also das ist wirklich eine große Lampe im Vergleich zu den anderen Lampen. Hier oben kann man es lüften und hier ist dann das Wachs drin, das Wachsschälchen quasi. Hier ist die Glühbirne, Wachsschälchen, Dach und an. Ja, ein bisschen sieht man das. Es ist natürlich deutlich heller, wenn es hier dunkel wäre, ne? Genau. Ja, und Gather heißt Zusammenkunft oder Zusammensein. Total süß. Das ist noch so ein bisschen aus der Corona-Zeit, denke ich, entstanden. Das ist einfach so ein Symbol, dass wir alle trotzdem zusammen sind, auch wenn wir im Haus sind. Ganz toll. Also ich liebe mein Gather-Häuschen und ich finde es toll, dass es bald bei mir zu Hause einfahren darf und bleiben darf. So,
Oh, der Lemon Verbena Duft, der riecht ja richtig extrem. Wahnsinn. Den habe ich hier gerade ja einen Duft mit Lemon Verbena gehabt, hier in Bar. Krass. Ja. So, das war das schon schön, was schlicht ist. Ja. Und es passt natürlich total zu diesen ganzen Häuserdingern, ne? Also das ist echt total so ein bisschen skandinavisches Design, finde ich die und Together. Ja, die findest du tatsächlich und Together. Kostet 78 Euro, wenn ich richtig der Meinung bin. Genau, und skandinavisch. Und viele haben ja auch diese Porzellanhäuschen, diese kleinen. Es gibt ja auch so kleine, wo so Teelichter drin sind und so angereiht einfach und so. Das passt natürlich super zusammen. Also ich habe viele Kunden, die diese ganzen Häuschen einfach haben. Ne? Super, super gerne. Genau, so, jetzt kommt das andere. Oh nee, Schatz, das musst du mir hochholen. Das ist echt, das ist bombastisch schwer. Aber heb dir keinen Bruch. Jetzt so schnell hingetobt, ja. Ja, aber nicht hoch. Wie soll ich das herstellen? Mach mal. Alles voll. Kriegst du hin. Bist du ausgelaufen? Kann man diesen Blick entweder. Oh. Jetzt sag ich ja. Kriegst du es hoch? Achso. Jetzt hat er mich verarscht. Ihr müsstet ihn sehen, wie frech er Was? guckt. Ich weiß nicht, oder ist es noch der. Ich muss mal ganz kurz auf den Karton, das Karton aufmachen, den Karton, den Karton. Ist es der, oder? Ich krieg nicht hin. Ja, jetzt doch wieder runter. Nein. Und auf den Stuhl stellen. Nein. Oh ja, das wäre aber eine coole Geschichte auf dem Stuhl. Ja, Ja. Ich hole den Stuhl und stellst es drauf. Ah. Nein. Na? Na. Was machst du da? Ah, ich kämpfe mit dem Karton und meinen Fingern, die da drin sitzen. Aua. So, er stellt es auf den Karton und macht es. Ich stell's auf den Karton. Auf den Stuhl. Wenn ihr ihn sehen könntet, ne? Der ist ganz schön frech. Du bist ganz schön frech. Das würde ich auch sagen dann. Au. So. Es folgen 1 Million Pots. Sunkist Citrus. Wie riecht der eigentlich? Oh. Der ist ein bisschen Richtung Lemon Verbena, aber nicht so beißend. Ja, tatsächlich so ein bisschen Richtung Sommer. Sunkist Citrus. Luna, absoluter Liebling. Luna, absoluter Liebling. Luna, absoluter Liebling. Und jetzt folgt natürlich hier 100-mal Lemon Verbena. Weil ihr wisst ganz genau, Sensigo, der gerade übrigens ausverkauft ist. Ich habe noch 8 Bestellungen, die ich bestellen muss. Wenn der dann mal endlich wieder lieferbar ist, der steht noch auf. Wir können kein Datum sagen. Ich hoffe tatsächlich, dass der ganz, ganz, ganz bald wieder bestellbar ist. Denn dauert es auch nur ganz, ganz kurz, habt ihr ja gesehen, bis er da ist. Aber noch ist er nicht bestellbar und noch kann ich ihn nicht in den Warenkorb legen und ihr auch nicht. Dementsprechend müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Aber der Sommer ist ja gerade erst angefangen quasi. Die richtig krasse Wespen- und Mückenzeit kommt ja noch. Und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass der Sinzigo dann da ist. Wozu ihr denn diese ganzen Lemon Verbena Pots natürlich braucht, ihr wisst. Was einleuchtend genug, ja, ne? So, genau. Oh, heute Abend, also mit ein bisschen Lilé, trägt sich das ganz einfach. So. Dann haben wir hier nochmal Pots und zwar Blue Grotto. Oh, Blue Grotto ist ein sehr, sehr, sehr guter Duft. Den mag ich sehr, sehr gerne. Leicht frisch, leicht Zitrus. Hammer toll. Schimmer geht immer. Gerade weil da neue dabei waren, da geht immer Schimmer. Genau, dann haben wir By the Sea zweimal. Dann haben wir Luna. Bonfire Beach. Also wieder der Beach. Luna. Coconut Lemongrass. Coconut Lemongrass. Ich versuche mal so ein bisschen einzuordnen, wer eigentlich was bestellt hatte und versuche das den Partys so ein bisschen.
hinzuzufügen. Genau, hier sind einmal Jelly Time Sandpacks für die ganzen Schlaflosen unter uns, um ein wenig erholsamer in den Schlaf zu kommen. Ihr wisst Bescheid. Mit Lavendel, Duftficke und Babyfräsien, die ja alle sehr, sehr beruhigend wirken. Und den ein oder anderen meiner Kunden schon sehr gut ein wenig geholfen haben, ein bisschen besser in den Schlaf zu finden und ein bisschen ruhiger in den Schlaf zu finden. Genau. Dann haben wir einmal Lemon-Verbena nochmal als Pop für die Ventilatoren, für die Sensi-Gos und so weiter und für die Mini-Luftventilatoren natürlich auch. Oder aber das Sensi, also wer sagt, ich will aber jetzt im Campingurlaub, ich will unbedingt das hier mitnehmen und den Sensi-Go oder sowas in der Art, dem könnte ich noch den Sensi-Solid empfehlen. Das ist das günstigere Modell, hat dann nur 10 Stunden anstatt 18 Stunden Akkulaufzeit und hat kein Licht. Genau, da ist einfach dann der Unterschied. Dann noch einmal Luna und Pink Cotton. Genau, dann haben wir noch einmal Duftblumen. Pink Cotton Duftblume. Take Me Home Häuschen, das ist das kleine Mini-Häuschen. Das ist quasi wie das gelbe Häuschen, nur in klein. Genau. Wäscheduft Pink Cotton. Und nochmal Wäscheduft Pink Cotton. So, dann haben wir diese kleinen Mini-Teile, die Untersetzer quasi von den Lampen. Davon haben wir ein paar, weil gleich noch ein paar kleine Lampen folgen. Und ich sortiere es mir natürlich direkt richtig zu, damit ich gleich schon für die Partys packen kann. Das macht ja sonst irgendwie keinen Sinn. So. Oh Gott, es hat gar kein Ende. Es hört nicht auf. Seht ihr das? Es ist so krass, weil es erst letzte Woche bestellt wurde. Hammer, dass es schon da ist. Dann einmal Glitter Rosé Gold. Eine Mini-Duftlampe. Die war nämlich auch im Angebot für diese 35 Euro inklusive 3 Bars. Dann haben wir hier nochmal die Glitter Silver, die auch im Angebot war. Noch eine Glitter Rosé Gold. Dann haben wir eine Light From Within, die macht ja mega schönes Licht, ne? Ach, was macht die schönes Licht? Ich bin total begeistert. Einmal die Alabaster, das ist eine relativ schlichte Porzellanlampe, wer so ein bisschen Weiß-Touch hat. Nochmal eine Glitter Rose Gold. Dann eine Light From Within, die gleiche. Genau. Dann habe ich hier ein Keramik-Unterteil, also quasi für eine, ich glaube für eine Light From Within, aber ich weiß, nee, oder Take Me Home. Oh, weiß ich gar nicht genau. Dann ist hier eine Twinkle. Die war nämlich auch, das ist eine Glitzerlampe. Die war nämlich auch tatsächlich im Angebot. Und bei der Glitzerlampe für 71 Euro habt ihr Bars im Wert von 42,50 Euro. Fünf Stück dazu bekommen. Das hier ist dann der Sensi Solid, von dem ich gesprochen habe. Der sieht aus quasi wie der Sensi Go. Nur, dass er, wie gesagt, kein Licht hat und nur 10 Stunden Akkulaufzeit. Aber sonst macht er vom Ding her das Gleiche und der ist noch nicht ausverkauft. Genau, den habe ich nochmal, weil da war das nämlich drum, die Kunden fahren in Urlaub und wollen ihn wirklich jetzt haben. Und dann habe ich gesagt, dann müsst ihr auf den Sensi Solid tatsächlich leider umsteigen. Genau, dann haben wir hier einmal einen Silvester Buddy. Genau, dafür ist natürlich dann auch das Sandpack. Dann einmal die letzten Bars. Und dann sind wir auch schon durch. Aber ich wollte euch gleich, für die, die noch dranbleiben, wollte euch gleich meine Dingsbums zeigen. Wie heißt das denn nochmal, Schatz? Mein Schrein. Tada! Mein Sensi-Schrein, den mein Mann mir geschaffen hat. Weil er hat heute nämlich die letzten, Hallo Katja. Er hat heute nämlich die letzten Steckdosen bekommen. Und dementsprechend wollte ich euch das einmal zeigen, wie es jetzt aussieht. Genau. Moin Nachbar. Der denkt auch, der ist neu angezogen gegenüber von uns. Der denkt auch, die ist nicht ganz gaga. Jetzt hat sie auch noch ein Licht, wo sie reinquatscht. So. Wir haben Luna. Nochmal Luna und nochmal Luna. Dann haben wir ganz, oh, ach nee,
Palm Trees and Ocean Breeze. So. Das haben wir dreimal. Dann haben wir noch By the Sea. So. Summer Holiday. Das ist ein schöner Duft. Summer Holiday. Ja, der geht tatsächlich auch leider raus. Weil Sommer ist für Sensi technisch schon fast vorbei. Also wer sich so ein bisschen mit Sommersachen noch eindecken möchte, der muss das unbedingt nächsten Monat tun. Oder diesen Monat oder wann auch immer. Genau. By the Sea. Oh, hier haben wir tatsächlich irgendwas Blaues. Das muss ich erstmal gleich nachgucken. Bist du das? Muss ich gleich mal gucken, was das ist. Daydream Oasis. Ist alles gut. Summer Holiday. Plumeria Peach. Das ist natürlich schwierig. Momentan der Versand. Bei den Temperaturen. Wenn da das zwischengelagert wird, nochmal irgendwo einen Tag bei UPS oder im Auto bleibt, dann muss man ganz vorsichtig sein. Lemon Sorbet. Und dann muss ich ganz doll gucken, wenn da irgendwas ausgelaufen ist oder so. Ob da irgendwie ein Bar jetzt beschädigt ist oder nicht. Und hier sieht es so aus, als wenn das nur einmal ein Jammy Time ist. Aber ich habe eigentlich zu viel bestellt, also geht es noch. Lemon Sorbet nochmal. Cinnamon Vanilla, also eigentlich Richtung Winter. Aber gut, wer Vanille und wer Cinnamon mag, ne? Hallo Bianca. Strawberry Rose. Und Jammy Time nochmal zum ruhigen Schlaf. So. Hallo Bianca, bist du gar nicht auf Swoosh, sag mal? Ach, ich überlegte ja schon ins Freibad zu fahren. Oder Kieler Woche. Aber irgendwie hat es mich nicht überzeugt. Jetzt bin ich am Überlegen, morgen zur Kieler Woche zu fahren. Aber da bin ich auch noch nicht ganz so 100% überzeugt. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich das mache oder nicht mache. Genau. So, ich drehe euch und zeige euch meinen ganzen Haufen hier. Genau, hier ist nochmal die Gather-Lampe. Damit ihr die nochmal richtig seht. Und hier ist nochmal der Little Garden. Genau. Nein, hier regnet es so. Echt, bei euch regnet es? Ach, wobei, hier fängt es auch gerade an, ne? Hier fängt es auch gerade an. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal meine Sachen. Moment. Video angehalten? Video geht weiter, okay. Ich stelle euch mal kurz einmal so hin. Dann mache ich die einmal an. Wir wollen nochmal eine Steckdose holen, beziehungsweise so einen Schalter holen, dass es auch auf einmal angeht und ich das quasi nicht immer anmachen muss. So. Und jetzt zeige ich euch das. Schaut mal. Oh. So. Ist das nicht toll? Hat er das nicht toll gemacht? Das ist super schön. Hier ist dann meine andere. Das seht ihr jetzt gar nicht, ne? Da. Die habe ich hier stehen. Quasi in Verbindung. Total schön, dass dieser Lerno, die große, die charmt. Super schöne Lampe. Die Glisten, das ist eine etwas kleinere, aber dafür funkelt die umso mehr und hat so ein. Moment. So. Dann haben wir hier die. Aber die ist leider, glaube ich, nicht mehr im Shop drin, meine ich. Ah, oh, die ist so schön, die ist so schön. Dann ist das die Kutsche. Da habe ich hier mir von meiner Nichte zwei Pferde. Bennett hat ja nicht so viele Pferde, leider. So viele Schleichpferde. Hat sie mir zwei Pferde gegeben. Ah, oh, tschüss Petra, schön, dass du noch ein bisschen geguckt hast. Genau. Dann mein Diffuser, der da steht. Grooty. Ist der toll? Ist toll. Oh, ich liebe ihn. Er ist so schön. Er ist so süß. Wie er da, oh, goldig. Und mein Hammer.
Ein Thors Hammer. Ja. Also das ist quasi the Hall of Fame. Die werde ich immer mal wieder austauschen. Der Diffuser da oben, vielleicht mache ich da den Stargaze nochmal hin. Aber so finde ich das eigentlich recht süß. Genau. Schön, ne? Ich bin echt total begeistert. Das Bild ist natürlich auch echt schön. Und ja, das passt alles sehr stimmig. Dann hat er mir hier noch eine Steckdose hingemacht. Hier oben erstmal für Weihnachtsdeko. Damit da Weihnachtsdeko hängt. Und dann hat er mir noch hier unten eine kleine gemacht. Damit man auch sieht, wenn man reinkommt. Hier kommt man quasi zur Tür rein. Damit man das dann sieht. Genau, und wenn ich das Licht ausmache, hat man einen Schalter mit Licht oben verbaut. Dann sieht es so aus. So. Super, super toll, oder? Oh, ich bin so begeistert. Also wirklich total. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so toll wird. Schönen Abend zusammen noch. Super, super. Gerne. Und dir auch einen schönen Abend. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so toll wird, als ich das Bild gesehen habe. Das ist ja ein wunderschönes Bild. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber es ist halt schon so ein kleiner Schrein, wo ich dann dachte, huhuhu, das wirkt aber sehr selbstverliebt und sehr gewaltig. Gut, so ein bisschen selbstverliebt bin ich, aber nur ein bisschen. Ein Müh. Auf jeden Fall tue ich so. ja, ihr wisst ja, ne? Genau, und da dachte ich so, oh, das ist schon sehr viel ich. Oh. Naja, und jetzt, als er das die Böden eingezogen hat und die Lampen eingezogen sind und so, da war das schon ganz anders. Das sah schon echt, toll aus, ja. Und da bin ich super stolz und bin auch total froh, dass er das gemacht hat. Genau, und den sollten wir eigentlich in unsere Küche ja kriegen, deswegen hat er das Ganze ja zugemacht, die ganze Tür und so. Und dann sollten wir die Küche kriegen. Und wann kriegen wir die Küche? Wir haben abgesagt, also besagtes Datum, 1. Juniwoche. Seht ihr hier eine neue Küche stehen? Jetzt haben wir ein Datum bekommen von Möbel Höffner, hatten wir es bestellt, ne, die Küche? Ja, 1. Augustwoche. Ich war begeistert. Ich war super begeistert. Nervig. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist und es bleibt, wie es bleibt. Genau. So, und bevor ich euch jetzt nicht weiter voll quatsche, weil ihr wollt auch alle auf Switch oder weiter arbeiten oder, dementsprechend wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht hören wir noch mal ein bisschen voneinander. Wäre schön. Und ansonsten, ich drück euch und grüß euch aus der Ferne. Tschüss, meine Lieben.